So, wir sind bei der Hockey-Weltmeisterschaft in Krefeld, die erste in der Altersklasse der Masters. Bei mir ist jetzt der Chairman der Weltmeisterschaft, Dirk Wählen, der gleichzeitig auch Spieler ist. Dirk, wie seid ihr bislang zufrieden mit eurem Abschneiden? Ja, wir hatten heute Morgen ein Spiel und haben gegen, also als deutsche U50-Mannschaft, M50, gegen unser zweites Team gespielt, haben klar gewonnen, also war ein ganz guter Start. Das ist natürlich, wenn man sozusagen gegen einen Teil des eigenen Teams spielt, nicht so ganz leicht, aber heute Morgen ging es ganz gut, wir haben es konzentriert gemacht. Und jetzt spielen wir gleich gegen Holland, das ist dann mal ein richtiger Härtetest. So, das Masters-Turnier ist eine Premiere. Eine Hallen-Weltmeisterschaft im Hockey gab es für Seniorenteams noch nie. Warum ist die gerade hier in Krefeld? Ja, das hat sich, wie vieles so in unserer Szene, in dem Altersklassenbereich, durch ein paar Zufälle ergeben. Also vor 3 Jahren bei der Weltmeisterschaft, also bei der Feldweltmeisterschaft in Rotterdam, habe ich einen amerikanischer Freund und Kollege angesprochen und hat dann gesagt, Dirk, ihr macht doch viel Hallenhockey in Deutschland, sollen wir nicht die erste Hallenhockey-Weltmeisterschaft der Masters organisieren. So, und damit war die Idee im Raum und also organisiert haben wir es dann hier in Krefeld. Der den Impuls gegeben hat, ist eben der amerikanische Freund und Kollege Peter Jones. Und wir beide sind im Vorstand der internationalen Vereinigung, die diese Masters-Wettbewerbe organisiert und hatten dadurch auch den direkten Zugang, um eben dann so die Vergabe zu regeln. Und da muss man ehrlicherweise sagen, es gab auch keinen anderen Bewerber. Es ist für alle eine ganz neue Geschichte und man muss halt ein bisschen gucken, dass man die passenden Voraussetzungen hat. Also zum Beispiel 2 Hallen, ja, was hier in Krefeld an dem Schulzentrum Häufensgard ideal ist. Ja, und so ist das eben gekommen, dass sich das so aus einem informellen Impuls ergeben hat und jetzt in Krefeld stattfindet. Eure Mannschaft spielt zum ersten Mal, hier logischerweise dann auch mit. Was habt ihr euch vorgenommen? Und wenn es mit dem ganz großen Ziel vielleicht klappen sollte, sprich wenn ihr Weltmeister werdet, gibt es schon einen Plan für die Feierlichkeiten? Ja, erstmal spielen wir mal. Ja. Und also Masters Hockey ist halt immer so eine Sache so zwischen Spaß und Ernst. Also oder anders gesagt, es gibt viel Geselligkeit und man trifft sich und spricht miteinander, aber geht dann eben auch darum, das Turnier zu gewinnen. Das ist unser Ziel. Also in Deutschland haben wir, was die Erfahrung mit Hallenhockey angeht, einen kleinen Vorsprung. Von daher glauben wir, dass wir auch eine Chance haben zu gewinnen. Und ja, da geht es jetzt darum, also in den 4 Tagen bis Sonntagnachmittag das hinzukriegen, dass wir auf jeden Fall ins Finale kommen. Das ist mal so der erste Schritt und dann gucken wir mal weiter. Ja, und dann Feierlichkeit muss man mal sehen. Also es ist natürlich so, dass alle am Montag wieder arbeiten müssen. Also von daher wird am Sonntag keine große Party möglich sein, aber ein bisschen was feiern werden wir dann schon, wenn es denn soweit kommen sollte. Ja. Gespielt wird bis zum Sonntag und der Eintritt in beide Hallen in der Hawkesgard ist frei. Zuschauer sind wahrscheinlich gerne gesehen. Ja, also wer Lust hat, sich das mal anzugucken, ist herzlich willkommen. Also Sonntag die Finals, das wird sicher spektakulär. Also es sind ein paar richtig gute Spieler dabei bei verschiedenen Teams, also bei den Engländern, bei den Holländern. Bei der deutschen 40er-Mannschaft sind Leute dabei, die vor 3-4 Jahren noch Bundesliga gespielt haben. Also das wird schon cool zu sehen.